I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Ende der 60er Jahre erfüllt sich dieser Traum. Neil Armstrong betritt als erster Mensch einen fremden Himmelskörper. The Eagle has landed. Insgesamt betraten nur 12 amerikanische Astronauten den Erdtrabanten. Eine Armee von 400.000 Ingenieuren und Technikern war nötig, um das zu realisieren. Dies ist die Geschichte der Männer und Frauen, die das Abenteuer Mondfahrt erst möglich machten. Washington, D.C. 1961. Die Worte John F. Kennedys zeigen Wirkung. Viele der führenden US-Raumfahrtingenieure beginnen darüber nachzudenken, ob ein bemannter Flug zum Mond tatsächlich möglich ist. Kennedys Rede hat mich schockiert, weil ich mit dem Stand der Technik vertraut war. Wir haben uns gefragt, ob es funktionieren könnte, denn wir hatten buchstäblich noch kein einziges Mal erfolgreich abgehoben. Die Pläne der NASA sahen zu dieser Zeit noch keine bemannten Mondflüge vor. Unsere Raketen waren noch nicht weit genug entwickelt, um sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Doch die NASA hatte es eilig. Schon 2 Monate nach Kennedys Ankündigung vergab sie den ersten Auftrag im Rahmen des Apollo-Programms. Nicht für den Bau einer Rakete, sondern für die Entwicklung eines Navigationssystems. Alle anderen wichtigen Aufträge für den Bau der Raketen, des Raumschiffs und der Mondlandefähre hatten kürzere Laufzeiten als dieser. Das zeigt, welch hohen Stellenwert das Navigationssystem für die oberste Führungsebene der NASA hatte. Es ging um die Frage, wie kommen wir zum Mond? Das Massachusetts Institute of Technology erhielt den Zuschlag. Eine Entscheidung, die sofort für Kontroversen sorgte. Es gab bereits eine florierende Raumfahrtindustrie, die damit nicht einverstanden war. Die Unternehmen waren der Meinung, man hätte sie im Vergabeverfahren berücksichtigen müssen. Universitäten erhielten in der Regel keine Regierungsaufträge zum Bau von Technologie für den Praxiseinsatz. Und in diesem Fall verpflichtete sich eine Hochschule dazu, ein Navigationssystem für die Mondlandung zu bauen. Doch das MIT war keine gewöhnliche Universität und sein Labor keine herkömmliche Forschungseinrichtung. Es wurde von einem ungewöhnlich vielseitigen und charismatischen Ingenieur namens Charles Draper geleitet. Draper war eine herausragende Persönlichkeit. Er hatte Psychologie und Physik studiert. Viele meinten, dass er deshalb Menschen besonders gut verstehen könnte, die mit derartigen Technologien arbeiten. Bob Siemens war einer der ersten Studenten Drapers. Er sagte, du wirst kein Geld für Mädchen haben, aber jede Menge Spaß. An der Wand hing eine große Uhr, die er steuern konnte. Manchmal zeigte sie schon 5:30, wenn es auf unseren Uhren nicht einmal 5 war. Dann rief er seine Sekretärin herein und sagte, Mary, kommen Sie, Zeit für einen Drink. Mary,
Doch Draper hatte nicht nur exzentrische Angewohnheiten, er war auch ein hervorragender Ingenieur. Ein von ihm entwickeltes neuartiges Navigationssystem hatte die Aufmerksamkeit der NASA geweckt. Hallo, Dr. Draper. Er nannte die Technik Trägheitsnavigation. Mithilfe dieses Systems war es ihm 1953 gelungen, ohne Referenzpunkte am Boden von Boston nach Los Angeles zu fliegen. Das Gerät war zu dieser Zeit noch etwa so groß wie eine Atombombe. Sie montierten es in einem Flugzeug der Air Force und flogen damit einmal quer durchs ganze Land. Chip Collins war Drapers Pilot auf diesem gut 4.500 Kilometer langen, ereignisreichen Flug. Meine Aufgabe war es, das System mit dem Autopiloten zusammenzuschalten. In den ersten Stunden verlief alles reibungslos. Dann, gegen Ende des Fluges, schien Drapers Navigationssystem die Maschine plötzlich vom richtigen Kurs abzubringen. Ich sah, was passierte und hörte dann Draper fragen, hey Chipper, was zum Teufel ist da vorne los? Ich sagte ihm, dass das System den Befehl für eine Rechtskurve gegeben hatte. Plötzlich wurde es in der Kabine hektisch. Sie diskutierten, was nun geschehen sollte. Wir waren seit 11 Stunden unterwegs und das Ding schien plötzlich verrückt zu spielen. Doch als das Flugzeug die Wolkendecke über Los Angeles durchstieß, zeigte sich, dass es auf dem richtigen Kurs war. Seitenwinde hatten zu einer Abweichung von der berechneten Flugroute geführt und das System hatte sie korrigiert. Es hatte den Fehler registriert und steuerte gegen. Genau das sollte es tun. Als sie ihr Ziel erreichten, war der Flughafen schon in Sichtweite, dank der Trägheitsnavigation. Die NASA hoffte nun, diese Technologie weiterentwickeln zu können. Ein ehrgeiziges Ziel. Denn von nun an ging es nicht mehr um einen gewöhnlichen Flug, sondern darum, Menschen sicher zum Mond und wieder zurückzubringen. Dabei musste eine Strecke von rund 770.000 Kilometern zurückgelegt werden. Im Herbst 1961 stellte Draper sein Team zusammen. Darunter Dick Batten. Ein Experte für die junge Wissenschaftsdisziplin der Astronavigation. Dick Batten, Professor Batten. Alle, die ich für klug hielt, behandelten ihn wie einen Gott. Eldon Hall, ein Physiker und Computerwissenschaftler. Damals wusste man in den Physikinstituten nicht einmal, was ein Computer ist. Alex Kosmala. Er hatte Fernlenkraketen entwickelt. Am Anfang habe ich bezweifelt, dass es funktionieren würde. Und Jerry Gilmore, der diese Jahre immer noch zu den aufregendsten seines Lebens zählt. Es war die anregendste und kreativste Phase, weil man so ein klares Ziel vor Augen hatte. Alle Beteiligten wollten unbedingt Erfolg haben. Frühjahr 1962. Die Ingenieure des MIT beginnen, ein Navigationssystem für das Apollo-Programm zu konstruieren. Grundlage hierfür ist das von Draper am Institut entwickelte Trägheitsnavigationsgerät. Es besteht aus mehreren Kreiselinstrumenten und Vorrichtungen zur Messung von Richtungsänderungen.
Es war ungefähr so groß wie ein Basketball. Im Innern befanden sich mehrere Kreiselinstrumente oder Gyroskope. Sie hielten die Plattform in der Mitte in der Waagerechten und bildeten den Intertialraum. Es handelt sich dabei um einen ruhenden Raum, der nicht in Bezug zur Erde steht, also eine abstrakte Vorstellung von Raum. Die Technik beruhte auf dem Prinzip, dass ein Kreisel, einmal angestoßen, immer um die gleiche Achse rotiert, unabhängig von äußeren Bedingungen. Er bietet also eine feste Bezugsgröße für die Berechnung von Bewegung. Die blauen Bauteile im Inneren der Kammer sind die Gyroskope. Auf dieser Plattform sind Instrumente montiert, die die Beschleunigung messen. Sie ermitteln, ob sich ein Flugzeug im Verhältnis zur Plattform vorwärts, rückwärts, nach links, rechts, oben oder unten bewegt. Speichert man diese Messwerte, kann jederzeit berechnet werden, wo es sich gerade befindet. Es handelte sich um eine sehr komplexe Mechanik. Draper arbeitete mit einem Uhrenhersteller zusammen, um seinen Mitarbeitern die nötige Präzision beizubringen. Das Resultat waren immer genauere und leichtläufigere Gyroskope. Sie mussten genauso sorgfältig zusammengebaut werden wie die beste Uhr, die man sich vorstellen kann. Nie zuvor hatte jemand versucht, so genaue Messinstrumente zu bauen. Draper führte sogar neue Sauberkeitsstandards für ihre Fertigung ein. Er hat braun gebrannten Arbeitern verboten, Gyroskope zusammenzubauen. Es sollten keine Hautschuppen in die Mechanik fallen. Außerdem durften Frauen nicht geschminkt zur Arbeit kommen. Am empfindlichsten waren die Kugellager der Kreiselinstrumente. Schon der kleinste Konstruktionsfehler konnte auf einer so langen Flugstrecke zu großen Kursabweichungen führen. Jerry Gilmore, ein junger Ingenieur, war dafür verantwortlich, sie zu testen. Die Konstrukteure meinten, dass sie mit einem anderen Verfahren noch bessere Kugellager fertigen könnten. Es erzeugte zwar eine glattere Oberfläche, doch darunter nutzten sie sich schneller ab. Also wurden sehr viele Gyroskope zurückgeschickt. Ich glaube, wir haben etwa 270 gebaut. 221 erfüllten die Anforderungen nicht. Ein Gyroskop nach dem anderen fiel bei den Tests durch. Die anderen haben uns vorwurfsvoll gefragt, warum wir die Geräte immer wieder zurückweisen. Wir haben geantwortet, dass sie in unseren Augen nicht zuverlässig genug sind. Ich habe mich schon bald gefragt, was wir dort eigentlich tun. Und nach einigen Monaten wurde mir klar, dass dies eine sehr große Aufgabe war. Niemand wusste, ob das neue Navigationssystem jemals zuverlässig arbeiten würde. Also griff das MIT ergänzend auf ein altbewährtes Gerät zurück, das Seeleute seit Jahrhunderten für die Kursbestimmung auf offener See einsetzten, einen Sextanten. Auf dem Dach des Instituts baute Draper einen Simulator. Dort übten Astronauten die Navigation mit beiden Instrumenten und verglichen die Ergebnisse. Doch das Labor musste noch ein weiteres entscheidendes Gerät für die Apollo-Mission bauen. Während der Testflüge auf der Erde hatte Drapers Trägheitsnavigationssystem die Messwerte des Gyroskops mit Hilfe eines einfachen elektromechanischen Bauteils in Flugbefehle übersetzt. Für die Reise zum Mond wurde etwas viel Ausgeklügelteres benötigt. Ein moderner Computer. Diesen in ein Raumschiff einzubauen, war jedoch eine vollkommen neue Herausforderung.
In den frühen 60er Jahren waren Computer noch riesengroß. Die Vorstellung, solch eine Maschine in eine Rakete einzubauen, schien geradezu absurd zu sein. Dick Batten sollte das Unmögliche möglich machen. Die Firma, die den Auftrag bekommen hatte, das Kommandomodul zu bauen, rief im Institut an und fragte, wie groß der Computer sein würde. Aber wir wussten es nicht. Zu diesem Zeitpunkt gab es nur einen Haufen Bauteile in einem Regal. Ich fragte die Kollegen, was ich der Firma sagen soll. Und wir einigten uns auf einen Würfel von gut 30 cm Kantenlänge. Battens Computer setzte stark auf eine neue Technologie, Siliziumchips. Doch die Hersteller waren immer noch dabei, das Produktionsverfahren für diese Bauteile zu optimieren. Und niemand wusste, ob sie zuverlässig arbeiteten. Eines der Testverfahren bestand darin, die Chips in ein Bad aus Halogenkohlenwasserstoffen zu legen. Dann wurden sie wieder herausgenommen, getrocknet und gewogen. Waren die Chips auch nur wenige Mikrogramm schwerer, musste irgendwo Flüssigkeit in sie eingedrungen sein. Das war ein sicheres Zeichen für einen Verarbeitungsfehler. Eine minimale Gewichtsveränderung bei nur einem Chip genügte, um die ganze Serie auszusortieren. So stellten wir sicher, dass alle Bauteile aus qualitativ hochwertigen Komponenten gefertigt waren. Das Besondere an diesem Computer war, dass Menschenleben von ihm abhingen. Wäre er im falschen Moment ausgefallen oder hätte ein Schaltkreis nicht funktioniert, wären sie gestorben. Zum ersten Mal wurde einem Computer so eine große Verantwortung übertragen. Niemand hatte das je zuvor getan. Zum Höhepunkt des Apollo-Programms kaufte und verbaute die NASA 60% der in den Vereinigten Staaten produzierten Computerchips. Doch die Prozessoren konnten nur wenige Rechenschritte simultan ausführen. Aus diesem Grund versagten Computer bei der Ausführung komplexer Aufgaben schnell. Eine Zeit lang sah es so aus, als würde diese Technologie niemals die Anforderungen einer Mondlandung bewältigen können. Doch schließlich fand Hal Lenning eine Lösung für dieses Problem. Hal war großartig, aber man konnte ihm nur schwer ein Wort entlocken. Er war sehr schüchtern und wollte nicht im Rampenlicht stehen. Andere wurden zu seinem Sprachrohr und erkannten, wie brillant er war. Jeder kannte ihn und im Labor sah man in ihm eine Art Genie. Lenning erinnert sich, mit welchen Schwierigkeiten er zu kämpfen hatte. Es war eine sehr schwere Aufgabe. Wir saßen oft zusammen, um zu besprechen, welche Teile entbehrlich sind, wie man sie dünner machen oder übereinander montieren könnte und welche Möglichkeiten es sonst noch gab. Lenning überlegte sich eine ebenso radikale wie bestechend einfache Lösung. Sie stellte sicher, dass der Computer wichtige Aufgaben zuerst erledigte. In den 60er Jahren arbeiteten Computer nach dem Prinzip des Timesharing. Allen Arbeitsaufträgen wurden dabei gleich lange Zeitfenster für ihre Ausführung zugewiesen. Hal Lenning versah jeden Arbeitsauftrag mit einer unterschiedlich hohen Priorität. Eine niedrige Priorität hatte zum Beispiel die Aktualisierung einer Statusanzeige. Eine hohe Priorität hatte die Stabilisierung des Raumfahrzeugs. Tauchten Schwierigkeiten auf, verschob der Computer unwichtige Aufgaben und erledigte elementare Berechnungen vorrangig.
Doch bei der NASA sorgte die Weiterentwicklung der Computertechnik für Verwirrung. Wie leistungsfähig war sie wirklich? Sollten Computer die komplette Navigation übernehmen oder waren sie nur ein Hilfsmittel für die Astronauten? Im Laufe der 60er Jahre arbeiteten Astronauten und Ingenieure zusammen und legten fest, welche Rolle der Mensch bei der Arbeit mit dieser Technik haben sollte. Niemand konnte die Möglichkeiten der Computertechnik genau einschätzen. Ein Umstand, der Softwareentwicklern in den folgenden Jahren große Probleme bereiten sollte. Welche Art von Programmen sollten sie schreiben? Worin bestand überhaupt ihre Aufgabe? Und wie viele von ihnen wurden gebraucht? In der Frühzeit des Apollo-Programms wusste kaum jemand, was sich hinter dem Begriff Software verbarg. Ich erzählte meiner Frau, dass ich für Software zuständig sei. Sie antwortete: Sag das bitte nicht unseren Freunden. Es klang nach unwichtiger Arbeit, nach gar nichts. Der Begriff war zu dieser Zeit gerade erst erfunden worden. Im Vertrag steht zwar, dass das Labor selbstverständlich auch die Computerprogramme schreiben soll, doch am Ende entpuppte sich die Entwicklung der Software als eines der größten Probleme. Weil niemand genau wusste, welche Aufgaben Computer bei der Mission übernehmen sollten, hatten die Software-Ingenieure weitgehend freie Hand. Jedenfalls zu Beginn. Es gab keine Programmiersprachen. Wir haben sie uns ausgedacht. Es kommt mir immer noch unglaublich vor, dass mir erlaubt wurde, auf diese Art ein Programm zu schreiben, von dem der Erfolg der ganzen Apollo-Mission entscheidend abhing. Ich konnte das nicht glauben, doch so war es. Wir erfanden alles, während wir daran arbeiteten. Der Mangel an Programmiersprachen führte dazu, dass eine Vielzahl verschiedener Programme geschrieben wurde. Eine sehr zeitraubende Angelegenheit. Anschließend musste die Software in Lochkarten gestanzt werden, damit der Computer sie lesen konnte. Tagsüber dauerte es oft mehrere Stunden, bis man das Ergebnis abholen konnte. Wir konnten zusehen, wie das Ergebnis ausgedruckt wurde. Der Papierstapel war rund 3 Millimeter hoch. Hatte man etwas falsch gemacht, aber auch schon mal 60 Zentimeter. Doch das größte Problem war nicht die Papierflut, sondern die geringe Speicherkapazität der Computer. Der gesamte Navigationscomputer hatte 72K Speicherplatz oder modern ausgedrückt 72 Kilobyte. Heutzutage hat ein gewöhnlicher MP3-Player 50.000 Mal mehr Speicherplatz. Zudem waren die Magnetbänder, auf denen die Programme gespeichert wurden, empfindlich. Um mehr Speicherplatz in den Computer einbauen zu können, entwickelten die Ingenieure Rope Memory. Eine Technik, die uns heute sehr ungewöhnlich erscheint. Man musste das Programm zu einer Fabrik schicken, wo Frauen die Software buchstäblich zu einem Drahtgeflecht, dem Rope Memory, webten. Wir nannten das die alte Damenmethode. Nicht sehr nett. Heute dürfte man das nicht mehr sagen. Computer arbeiten mit dem Binärcode, der alle Informationen in Einsen und Nullen übersetzt. Beim Rope Memory wurde physikalisch zwischen beiden Zuständen unterschieden. Margaret Hamilton ist eine der wenigen Frauen aus dem damaligen Ingenieurteam. The rope is made up of
Läuft der Draht durch einen Ring, steht das für eine 1. Verläuft er außerhalb des Rings, repräsentiert das eine 0. Dutzende Weber wurden so zu Mitarbeitern des Raumfahrtprogramms und trugen plötzlich eine enorme Verantwortung. Von jedem Speicher, den sie herstellten, hingen Menschenleben ab. Sie mussten also sehr sorgfältig arbeiten. Die Astronauten besuchten auch die Fabriken. Die NASA wollte, dass ein persönliches Verhältnis zwischen den Arbeitern und ihnen entsteht. Die Frauen fanden es sehr beeindruckend, echte Astronauten zu treffen. Gleichzeitig sorgte die Begegnung dafür, dass sie fehlerfrei arbeiteten. Sie wollten schließlich nicht, dass den wunderbaren Männern, die sie gerade getroffen hatten, etwas zustößt. Die Herstellung dieser Speicher dauerte extrem lange. Es konnten mehrere Monate vergehen, bis ein Programm fertig gewebt war. Fehler zu korrigieren war kaum möglich. Die Entwicklung der Software fiel immer weiter hinter die ursprüngliche Planung zurück. Alle waren hinter der Zeit. Aber für die NASA wurde es zu einer Nervenprobe, abzuwarten, ob wir es schafften. Langsam wurde deutlich, dass alle den Umfang der Aufgabe massiv unterschätzt hatten. ...1966 entsandte die NASA einen Vertreter an das MIT, um die anstehenden Probleme zu lösen. Bill Tindall sah sich die Software an und war sofort alarmiert. In einem Brief an die Zentrale schrieb er, dass der Termin für die Mondlandung wahrscheinlich nicht einzuhalten sei, weil die Computerprogramme nicht rechtzeitig fertig würden. Eine schwerwiegende Äußerung, denn es wurden ja bereits Raketen gebaut und Astronauten trainiert. Und nun sollten ein paar Computerprogramme den Zeitplan des Präsidenten ins Wanken bringen? Eine ungewöhnliche Situation. In vielen Fällen stammten unterschiedliche Teile der Programme von verschiedenen Personen. Wenn man sie sich ansieht, erkennt man darin individuelle Persönlichkeitsmerkmale. Genau genommen waren die Programmierer damit alle Teil des Computers. Sie unterhielten sich darin lautstark und konkurrierten vielleicht sogar um Aufmerksamkeit. Wenn alles glatt lief, ähnelte das einer Symphonie von hunderten Operationen, die gleichzeitig abliefen. Doch leider war das selten der Fall. Er schickte eine Reihe von Memoranden an die Zentrale der NASA. Bis heute kennt man sie unter dem Namen Tindallgramme. Ihre Kernaussage war, dass das MIT die Sache vermasselt. Es wird mit ihr nicht genug Aufmerksamkeit, hat nicht die nötige Disziplin und muss endlich ernsthafter daran arbeiten. Tindall suchte die offene Konfrontation mit den Forschern. Bill Tindall kam an einem Freitag, den 13., ein schlechtes Zeichen. Es gefiel uns nicht, dass er unsere Arbeit schlecht machte. Er setzte uns wirklich stark unter Druck und sagte immer wieder, Sie haben doch behauptet, dass es diese Woche fertig sein würde. Wann ist es denn endlich soweit? Er war so penetrant, dass wir ihn schließlich nur noch extrem arrogant fanden. Unter den Ingenieuren machte sich Unmut breit. Einmal lehnten sich die Mitarbeiter des Labors regelrecht auf. Bei einer Besprechung beschwerten wir uns darüber, wie schwierig es sei, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Im Sommer 1966 musste Charles Draper den Traum aufgeben, die gesamte Navigation der Apollo-Mission einem Computer an Bord zu überlassen.
Der Kurs sollte nun von der Erde aus berechnet und an das Raumschiff gefunkt werden. Das Navigationssystem an Bord diente damit vor allem als Sicherheit. Die Astronauten sollten vom Kontrollzentrum in Houston ihre Navigationsinformationen erhalten. Auf der erdabgewandten Seite des Mondes war aber der Computer immer noch ihr einziges Instrument zur Kursbestimmung. Das galt auch für den Fall einer technischen Störung der Funkverbindung. Doch würde das System zuverlässig arbeiten und rechtzeitig fertiggestellt werden? Das MIT hat immer noch Schwierigkeiten, den Zeitplan der NASA einzuhalten. Der Druck auf das Forschungsinstitut wächst. Die Ingenieure machen regelmäßig Überstunden. Für manche von ihnen hat das schwerwiegende private Konsequenzen. Bei mir hat das wohl zum Scheitern meiner ersten Ehe beigetragen. Wir sind fast alle geschieden. Ich weiß nicht, ob es einen direkten Zusammenhang gibt, aber wahrscheinlich ist das mehr als ein Zufall. Meine Frau sagte zu den Kindern, ratet mal, wer heute zum Abendessen kommt. Sie fragten, Papa? Daddy? Denn es kam selten vor, dass ich zum Abendessen zu Hause war. Schließlich, nach einem der schwierigsten Jahre ihrer Zeit am MIT, hatten die Ingenieure den Computer auf das nötige Maß verkleinert. Auch die Software war umfassend getestet worden. Im Oktober 1968 startete die Apollo 7-Mission. Der erste erfolgreiche bemannte Raumflug des Apollo-Programms. 11 Tage lang umkreisten 3 Astronauten die Erde. Mit Hilfe eines Sextanten überprüften sie die Berechnungen des automatischen Navigationssystems. Alles funktionierte einwandfrei. Nun war es an der Zeit, den nächsten Schritt zu tun. We have ignition sequence start. The engines are on. Am 21. Dezember 1968 startete Apollo 8 vom Kennedy Space Center aus in den Weltraum. Zum ersten Mal sollte auf diesem Flug der Mond umrundet werden. Im Draper-Labor in Cambridge herrschte große Anspannung. Es war unglaublich und wir fragten uns, ob alles funktionieren würde. Sie gaben durch, dass das Raumschiff immer schneller wurde. Ich drehte mich zu meinem Nachbarn um und sagte, oh Gott, die werden das wirklich tun. Ich kann nur schlecht beschreiben, wie aufgeregt alle in diesem Raum dort waren. Wir hörten gebannt auf jede Silbe, jedes Wort der Astronauten. Auf dem Weg zum Mond überprüften die Astronauten immer wieder ihre Position. Jim Lovell wollte zeigen, dass man an Bord mit Hilfe des Sextanten navigieren konnte. Er tat das viele Male und bewies, dass es sehr gut funktionierte. Als Apollo 8 hinter dem Mond verschwand, wurde die Verbindung mit dem Kontrollzentrum wie erwartet unterbrochen. Nun waren die Astronauten vom Navigationscomputer abhängig. Eine Weile war nichts zu hören.
Wir wussten, wann sie sich wieder melden würden, falls sie es auf die Mondumlaufbahn geschafft hatten. Wir wussten aber auch, wann klar sein würde, dass sie es nicht geschafft oder nur ein Stück auf ihr zurückgelegt hatten, was noch schlimmer gewesen wäre. Wir wussten alle, zu welchem Zeitpunkt wir erwarten konnten, wieder etwas von ihnen zu hören. Wir saßen eine Dreiviertelstunde lang einfach nur dort und warteten ab. Nach 45 Minuten schickte das Kontrollzentrum einen ersten Funkspruch an das Raumschiff. Apollo 8, Houston, over. Apollo Control, Houston, Jerry Carr has placed a call, we're standing by. Niemand antwortete und alle waren sehr besorgt. Kurze Zeit später meldete sich eine Stimme. Apollo 8 war planmäßig aus dem Mondschatten aufgetaucht und hatte wieder Funkverbindung. Nur wenige Sekunden später übermittelte der Bordcomputer seine Positionsbestimmung an das MIT. Sie stimmte genau mit der des NASA-Kontrollzentrums überein. Die Erleichterung war groß und die Leute jubelten vor Freude. Wir waren sehr zufrieden, dass unser System funktioniert hatte. Es war der Lohn für jahrelange harte Arbeit und zerbrochene Ehen. Ich sah mir die Übertragung zu Hause an, am Weihnachtsabend 1968. Damit war ich einer von vielen Millionen, die den Flug verfolgten. Es trieb mir die Tränen in die Augen und tut das auch heute noch. Selbst zu Hause vor einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher war es ein überwältigender Gedanke, dass wir das getan hatten. Doch nun sollte das Navigationssystem eine noch viel schwierigere Aufgabe übernehmen und die ersten Menschen sicher auf dem Mond landen lassen. And you're maneuvering, right? We'll be shortly, Neil. 21. Juli 1969. Drei Tage zuvor ist Apollo 11 zum Mond gestartet. Apollo 11, Houston, we are go for undocking, over. Als sich die Mondlandefähre vom Raumschiff löst, sind Neil Armstrong und Edwin Aldrin noch 12 Flugminuten von der Mondoberfläche entfernt. Die Männer nutzten ein vollkommen neues Computerprogramm, das in dieser Form nie zuvor im Weltraum eingesetzt worden war. Ohne dieses Programm wäre es unmöglich gewesen, auf dem Mond zu landen. Entwickelt wurde es von einem jungen Nachwuchsingenieur. Don Eyles war erst 22 Jahre alt und dies war sein erster Job. Damals war das Apollo-Programm schon zu zwei Dritteln abgeschlossen. Nun sollte er noch die Software für die eigentliche Mondlandung entwickeln. Es war immer ein Kompromiss. Für schnellere Programme brauchte man auch mehr Speicherplatz. Dieses Programm war eines der anspruchsvollsten, das je am MIT entwickelt worden war. Neil Armstrong hat einmal gesagt, dass der Spaziergang auf dem Mond auf einer Schwierigkeitsskala von 1 bis 10 eine 3 bekäme, die Landung aber eine 13. Es sei das komplexeste Manöver der gesamten Apollo-Mission gewesen. Die
Auf dem Weg zur Mondoberfläche schien alles glatt zu verlaufen. Doch dann wurde plötzlich Alarm ausgelöst. Der Programmalarm war für mich etwas ganz Neues. 1202 Alarm. Yeah, and the same thing we had. Dann schlug das System immer öfter Alarm und wir wurden extrem nervös. Alle im Raum, das Management und die Programmierer hörten die Funksprüche, aber niemand verstand, was diese Alarme zu bedeuten hatten. Jedenfalls meldete sich keiner und sagte, ich weiß es. Den Astronauten blieben nur noch wenige Sekunden bis zur Landung und sie fragten das Kontrollzentrum um Rat. Sollten sie die Landung abbrechen oder den Alarm ignorieren? Ich geriet in Panik. Diese Alarmmeldung kurz vor der Landung hätte nicht passieren dürfen. Im Kontrollzentrum wuchs die Sorge. Doch dann meldete sich jemand zu Wort. Jack Garman besaß als einziger eine Übersicht der Alarmanzeigen. Ich hatte sie alle aufgelistet und den Zettel unter die Plexiglasscheibe auf meiner Konsole geschoben. Es ist wie mit Schirmen. Hat man einen dabei, regnet es nicht. Wir gaben Jack den Spitznamen Gar Blitz. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Gar Blitz statt Garmin. Es stimmt, manchmal habe ich eben blitzschnell reagiert. Auf Garmins Zettel stand, dass der Alarm eine Überlastung des Computers signalisierte. Das Problem hieß Executive Overflow. Es bedeutete, dass der Computer nicht genug Zeit für die Rechenoperationen hatte. Daher der Alarm. Ein gewöhnlicher Computer hätte die Arbeit komplett eingestellt. Doch dank Herr Lennings bahnbrechendem Betriebssystem räumte der Computer der Mondlandefähre wichtigen Aufgaben eine höhere Priorität ein und arbeitete weiter. Es bestand keine unmittelbare Gefahr. Garmin erteilte die Landeerlaubnis. Okay, all flight controllers, gonna go for landing. Retro, go. Vital, go. Guidance, go. Control, go. Delcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for landing. Die Fähre setzte sicher auf der Mondoberfläche auf. Doch eine Frage blieb unbeantwortet. Warum war der Computer überlastet gewesen? Würde es beim Rückflug Komplikationen geben? Wir kamen vom Regen in die Traufe. Es war kaum Zeit nachzudenken, denn die Mission lief ja weiter. Keine 15 Sekunden nach der Landung rief Houston an und wollte wissen, was der Alarm bedeutete. Ich sah hinüber zu Fred Martin auf der anderen Seite des Raums. Sein Blick sagte nur, was bedeutet dieser Alarm? Wir sahen uns an. Alle anderen nahmen wir nicht wahr. Es war klar, dass wir herausfinden mussten, was los war. Bei keinem Test, den ich miterlebt hatte, war dieser Alarm aufgetreten. Ich wusste nicht, was er bedeutete. Schließlich entdeckte man das Problem. Edwin Aldrin hatte bereits das Radar für den Rückflug eingeschaltet, so wie es auf seiner Checkliste vermerkt war. Aus diesem Grund musste der Computer eine zu große Datenmenge verarbeiten. Ich denke, einer der Computeringenieure hat die beste Einschätzung dieses Vorfalls abgegeben. Er sagte, dieser Alarm war ein Fehler in der Software, aber nur, wenn man die Besatzung mit zur Software zählt. Ein sehr scharfsinniger Kommentar. Es war ein Fehler auf der Checkliste. Der Computer hatte so gearbeitet wie vorgesehen. 9, 8,
Nach fast 22 Stunden auf dem Mond durften die Astronauten schließlich wieder starten. Zweieinhalb Tage später trat das Kommandomodul, geleitet vom Navigationscomputer, im richtigen Winkel in die Erdatmosphäre ein. Es brachte mich zum Weinen. Apollo 8 war technisch der größte Schritt nach vorne gewesen. Doch dies war der Höhepunkt, der intensivste Augenblick. Ich kann mich besser an die 12:02-Alarme erinnern, als an die Rückkehr der Kapsel zur Erde. Die Erleichterung am MIT war riesig. Alle waren überglücklich, dass es ein Erfolg war. Und wir waren es auch. Es war das Ende von fast 10 Jahren Entwicklungsarbeit und eine der produktivsten Phasen in der Geschichte der Computertechnik. Für viele der Beteiligten ist es bis heute das Außergewöhnlichste, das sie je geleistet haben. Ich habe einen großen Teil meines Lebens damit verbracht, diese Navigationssoftware zu programmieren. Und sie befindet sich bis heute dort oben, zurückgelassen von den Astronauten. Auf dem Mond liegt also etwas, das ich hergestellt habe. Es ist mein größter Stolz und ein schöner Gedanke. Das ist ein schöner Gedanke.